Moin Moin, hier ist der Elf. Und Katharina. Heute geht's um dich, du Problemkandidat. Sie hat nämlich ein Problem bei Insektenstichen. Ja, da reagiere ich etwas extrem. Es kennen vielleicht einige von euch, dass die richtig dick anschwellen, wehtun bis in den Muskel runter, dass du dich kaum noch bewegen kannst und jucken wie die Hölle. Ja, und ich habe da noch nie ein Mittel gegen gefunden. Fenestil, Cortison, alles nicht so richtig. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Schwerer Fehler. Ja, das wandelnde Pflanzenlexikon wusste nämlich eine Abhilfe. Und zwar eine ganz natürliche, die auch wirklich hilft. Die Abhilfe findet sich an fast jedem Wegesrand. Und das fast das ganze Jahr über. Und heißt Spitzwegerich. Der hier. Und so sieht der Spitzwegerich aus, wenn er schon geblüht hat. Spitzwegerich ist ungiftig. Kann man sogar essen. Schmeckt nur scheiße bitter. Oh. Und das ist auch der Grund, warum es funktioniert. Die Bitterstoffe bewirken, dass es nicht mehr juckt und dass es schneller abschwillt. Das funktioniert aber nicht nur bei Insektenstichen, sondern auch wenn man meinte, man müsste mit Brennnesseln kuscheln. Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Du sag mal, hat dich nicht erst so ein Scheißviech erwischt? Ja, ich war leider wieder nicht schnell genug. Aber hier ist ja was. Wie viel braucht man davon? Das reicht jetzt eigentlich schon, so 2-3 Blätter. Damit kommt man gut hin. Okay. Na dann leg mal los. Ein Blatt nehme ich erstmal und verreibe das, also zerknülle das, dass richtig schon der Saft so rauskommt. Ihr seht, es wird hier auch schon feucht an meinen Händen. So, und dann, wenn das dieses Stadium erreicht hat, nimmt man es und reibt es feste über den Stich. Das wird so leicht grünlich dann, ne? Genau, man sieht aus wie angeschimmelt. Aber er hört fast sofort auf zu jucken. Und man hat mindestens für 3 bis 4 Stunden mal locker seine Ruhe. Und dann kann man das wiederholen mit den anderen Blättern, die man mit nach Hause nimmt. Also erfahrungsgemäß funktioniert es bei aller Arten Insektenstiche, egal ob Wespe, Bremse, Mücke, es klappt. Ihr habt danach erstmal Ruhe. Kann ich nur bestätigen. Ihr müsst nur bei einem aufpassen, wenn die Wunde schon offen ist, also wenn es blutet, da solltet ihr den Pflanzensaft nicht mehr auftragen, denn da könnten sich Bakterien drauf befinden auf dem Spitzwegerich und dann würde man sich vielleicht eine Infektion holen. Also nur dann machen, wenn der Stich noch nicht aufgekratzt ist. Das Geniale am Spitzwegerich ist, dass man ihn, wie gesagt, fast das ganze Jahr über finden kann und wirklich sehr, sehr weit verbreitet ist. Man braucht eigentlich bloß am Wegesrand oder auf Wiesen zu schauen. Da findet man fast immer welchen. Und falls nicht, es gibt noch einen Bruder vom Spitzwegerich, den Breitwegerich. Den zeige ich euch mal. Und wie es der Zufall so will, genau hier, wo wir stehen, wächst welcher. Das hier ist Breitwegerich. Der Breitwegerich hilft allerdings nicht ganz so gut wie der Spitzwegerich. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, wenn man auf Bergtour ist, auf dem Brandjochkreuz ist uns das so gegangen, da hat mich auf fast 2300 Meter am Gipfelkreuz eine Wespe stechen müssen. Hervorragend! Ja, so weit oben war leider kein Spitzwegerich mehr, aber der F hat da oben Breitwegerich gefunden und der hat das Ganze zumindest noch so gelindert, dass ich die Tour durchziehen konnte. Der Spitzwegerich hilft wirklich allererste Sahne, das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Schreibt uns eure Erfahrungsberichte doch mal unten rein in die Kommentare. Würde uns sehr interessieren, ob es euch auch so gut geholfen hat. Oder kennt ihr noch gute Alternativen? Bitte auch in die Kommentare. Wir hoffen natürlich, dass ihr von all dem Getier und den Stichen verschont bleibt. Und falls nicht, dass euch der Spitzwegerich super hilft. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Heute geht's mal um dich, du Problemkandidat. Und warum? Weil sie die Aufnahme versaut. Doch klar, oder? In meiner Kindheit haben wir damit jedenfalls immer herumgeschossen. Herumgeschossen, genau. Und zwar so. Man wickle das Stielende einmal herum. Mache einen Knick, so. Und jetzt wird gleich geschossen.
Der Kameramann wurde abgeschossen. Das hat geil funktioniert.